Tag der deutschen Einheit, День единства Германии. Это праздник не только для немцев, проживающих в ФРГ, это праздник для немцев, находящихся в любой точке мира, ибо мы все солидарны, каждый из нас понимаем, насколько это было трагично, десятилетие разрыва одного народа, разрыва семей. Немцы Казахстана прочувствовали на себе это с достаточной полнотой, поскольку в период депортации это то же самое происходило и с нашими семьями. Как представитель попечительского совета Казахстанского объединения немцев, могу сказать, что для нас понятие единства столь же близко, поскольку краеугольным камнем стратегии развития нашего фонда является именно консолидация. Консолидация значит единство. С праздником единения Германии. Ja, ich kann jetzt natürlich keine persönlichen Erinnerungen über den 3. Oktober 1990 teilen, da ich damals gerade mal 3 Jahre alt gewesen bin. Aber ich weiß, dass für unsere Elterngeneration damals ein Traum in Erfüllung gegangen ist, da über viele Jahrzehnte der Zustand der deutschen Teilung wie in Stein gemeißelt erschien. Und mir ist natürlich trotzdem klar, dass auch für uns junge Generationen dieses Datum zur Folge hatte, dass wir uns in unserer Persönlichkeit freier entfalten konnten, dass wir natürlich auch von einem Zuwachs an Wohlstand profitieren konnten und dass sich für alle Menschen in Deutschland größere Möglichkeiten letzten Endes ergaben. Also ich hätte zum Beispiel wahrscheinlich in einem geteilten Deutschland nicht an der Universität in Freiburg studieren können. Gleichzeitig gibt es heute viele Studenten aus den westdeutschen Bundesländern, die in meiner Heimatstadt Leipzig studieren. Auf einer größeren Ebene muss man natürlich auch den Aspekt Europa mit in Betracht ziehen, denn der Tag der deutschen Einheit war letzten Endes auch ein Schritt hin zu mehr Europa, da ja dieses Ereignis nicht gegen den Willen der europäischen Nachbarn und der damaligen EG-Mitglieder geschah, sondern mit ihrer Zustimmung, weil gerade Helmut Kohl auch die deutsche Wiedervereinigung mit einer Beschleunigung des europäischen Einheitsprozesses verbunden hat. Ich erlebe es hier in Almaty. Ich bin ja jetzt seit einem Jahr IFA-Redaktor bei der Deutschen Allgemeinen Zeitung. Ich habe hier viel Kontakt zu den Kollegen der anderen Mittlerorganisationen. Ich würde sagen, zu 50% sind die aus dem Osten, zu 50% aus dem Westen. Und wir verstehen uns tatsächlich prächtig, so als hätte es nie eine deutsche Teilung gegeben. Das zeigt, dass 30 Jahre danach die Generation, die sozusagen zu dem damaligen Zeitpunkt die Ereignisse noch nicht bewusst erlebt hat, dass so die Einheit auch selbstverständlich geworden ist. Also wir haben gemeinsame Interessen, gemeinsame Hobbys, ähnliche Ansichten. Deswegen ist es auch ein wichtiger Aspekt. Объединение Германии – это крупное историческое событие, ознаменовавшее окончание холодной войны в Европе и положившее начало новому этапу во взаимоотношениях между другими странами. Данное событие, состоявшееся 30 лет назад, не только объединило одно государство, но и открыло дорогу к воссоединению тысячи семей. Tag der Vereinigung. Eine sehr unerwartete Frage, muss ich sagen. Also eigentlich bedeutet das für mich 2 Sachen. Na, das ist der Tag. Das ist ein Geburtstag meiner besten Freundin und das ist ein sehr wichtiger Tag. Ich möchte nicht mit Pathos darüber sagen, aber als ich in Berlin war, habe ich sogar ein Stückchen von der Berliner Mauer gekauft und nach Hause mitgebracht. Und ich habe in der Schule damals gearbeitet und ich habe den Kindern das gezeigt. Das ist eine große Frage, ob es wirklich so ist. Ist das wirklich ein Stückchen von der Berliner Mauer? Oder einfach ein Geschäft, aber das ist auch ein Stückchen der Geschichte der Deutschen. Und wir müssen darüber wissen und wir müssen darüber erzählen, nicht vergessen. Ich möchte jetzt keine großen Worte sagen, echt, aber das gab's. Und so vergessen darüber, na, das dürfen wir einfach nicht. Wir erzählen den Kursteilnehmern über
diese Seite der deutschen Geschichte über diesen Tag. Wir gucken zusammen Filme, besprechen das und ich muss leider konstatieren, dass mehrere Deutschen keinen großen Wert darauf legen und nichts darüber wissen. Vielleicht haben sie was gehört, aber keine besondere Bedeutung spielte der Tag und das Datum und der Fakt überhaupt für die mehreren. Und das ist auch unsere Arbeit, mindestens den Leuten die Information auch beizubringen. Der Tag spielt für mich die Rolle, dass es sowas gab und was war vor dem und was war nach dem. Und deswegen, na, also ich muss sagen, dass der Tag für mich, also muss ich sagen, persönlich für mich eine Rolle spielt. Als Lehrerin und als einen Menschen. День объединения Германии должен быть огромным праздником, прежде всего для жителей Германии. Потому что, ну, не может быть один народ разделен на две, три или более частей. Ja, ich bin Tessa und ich wohne in Köln, bin in Deutschland geboren, 1991. Und ja, der Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober ist für mich vor allen Dingen ein Feiertag. Und trotzdem irgendwie, also das war natürlich schon bevor ich geboren wurde, deswegen habe ich jetzt nicht den direkten Bezug oder Erinnerung daran, aber der Tag der Deutschen Einheit ist schon ein wichtiger Tag für mich. Wir haben in der Schule viel darüber gesprochen, meine Eltern haben mir das viel erklärt. Und ich weiß auf jeden Fall, dass das wichtig ist und war und dass wir jetzt auch irgendwie 30. Jubiläum davon feiern. Und dass es natürlich auch wichtig war für das Land, dass sich aus dem West wieder vereinigt haben. Und man wird irgendwie auch an diesem Tag, wenn er jetzt dann kommt, immer daran erinnert, wie das zustande gekommen ist, die Vorgeschichte, was sich danach alles getan hat. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Feiertag, auch für mich. Ja. Und ich gratuliere natürlich allen Landsleuten zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit. Liebe Grüße zum Tag der Deutschen Einheit.